Die alten Geschichten erzählen davon. Die großen Naturgewalten, die Gezeiten und Gestirne, die unser Geschick lenken. Unbeherrschbar, mächtig. Und wir Menschen ihnen ausgeliefert. Doch während die alten Geschichten erzählt wurden, ging die Menschheitsgeschichte weiter. Bahnbrechende Erfindungen, die industrielle Revolution. Vielen Menschen ging es besser. Und plötzlich gibt es eine neue Geschichte. Die des Menschen, der selbst zu einer gestaltenden Kraft im Erdsystem geworden ist und das Antlitz der Erde neu zeichnet. Das Menschenzeitalter hat begonnen. Willkommen im Anthropozän. Die Landoberfläche der Erde ist vom Menschen etwa zur Hälfte umgestaltet. Wir verbrennen heute mehr Öl, Gas und Kohle als je zuvor. Dabei sammelt sich CO2 in der Erdatmosphäre an und verändert das Klima. Das CO2 löst sich auch im Ozean, der dadurch sauer wird. Auch andere Abfälle sammeln sich im Meer. Gleichzeitig fischen wir so viel, dass viele Fischbestände bedroht sind. Wir übernutzen Böden, holzen Wälder ab, versiegeln Flächen. Mit der ungezügelten Verschwendung von Ressourcen nehmen wir in Kauf, dass viele Arten und sogar ganze Ökosysteme verschwinden. Diese globalen Umweltveränderungen sind mit erheblichen Risiken für uns selbst verbunden. Beispielsweise werden Hitzewellen, Dürren oder Starkniederschläge durch den Klimawandel verstärkt. Der Meeresspiegelanstieg bedroht die Menschen an Küsten und auf Inseln. Und der Verlust der Böden gefährdet die Ernten und damit die Existenz von vielen. Kurz, unsere neue Gestaltungsmacht in diesem neuen Menschenzeitalter haben wir bisher offensichtlich nicht zum Besten genutzt. Aber wie können wir unsere gewonnene Gestaltungsmacht positiv nutzen? Wie können wir global Entwicklung ermöglichen, ohne unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu gefährden? Das hat sich der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, kurz WBGU, gefragt. Welche Schäden müssen wir unbedingt vermeiden, weil sie die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen gefährden würden? Und er hat planetarische Leitplanken definiert, die helfen, den nötigen Abstand von solchen existenziellen Schäden zu halten. Um etwa gefährlichen Klimaänderungen vorzubeugen, sollten wir die Erderwärmung auf weniger als 2 Grad begrenzen, verglichen mit der Zeit vor der Industrialisierung. Das heißt nicht, dass ab 2,1 Grad Erderwärmung sofort katastrophale Ereignisse zu erwarten sind. Zu erwarten sind aber mit zunehmender Temperatur steigende Gefährdungen für die Menschen. Ähnliche Leitplanken wurden auch für die Ozeanversauerung, Bodennutzung, die biologische Vielfalt und weitere Umweltbereiche erarbeitet. Planetarische Leitplanken geben also wissenschaftlich fundierte Einschätzungen, auf welchen Pfaden wir uns in Zukunft entwickeln können, wie wir gut leben können, ohne uns dabei aus Versehen abzuschaffen. Um uns innerhalb dieser Leitplanken zu entwickeln, müssen wir unsere Art zu wirtschaften verändern. Die Art, wie wir Energie erzeugen etwa, wie wir Land nutzen oder wie wir unsere Städte bauen. Das ist zum einen Aufgabe der Politik, die wir hier in die Verantwortung nehmen müssen, aber auch die jedes Einzelnen. Es gibt viele Menschen, die es bereits vormachen. Wir können eine neue Geschichte erzählen, denn wir haben die Macht, noch rechtzeitig eine andere Richtung einzuschlagen. Die Wissenschaft nennt das Transformation zur Nachhaltigkeit. Und die Leitplanken geben den Rahmen vor, in dem wir diese Transformation gestalten können.